Servus Leute, ich habe heute Post bekommen und zwar von der Firma Carova. Und hier drin befinden sich wiederverwendbare elastische Kabelbinder. Und wir werden sehen, was man mit denen alles so machen kann, vor allem in dem Bereich Outdoor. Viel Spaß! So, dann machen wir das gute Teil einmal auf. So, ich habe jetzt hier mal alles sortiert, weil es war doch einiges in der Schachtel. Ich beginne hier drüben. Wir haben hier jeweils 50 Stück, einmal 18 und 26 cm. Dann haben wir hier die etwas längeren, einmal 42, 58 und sogar 88 cm. Dann habe ich hier noch eine Mischpackung an Softties, in den unterschiedlichsten Größen und in Schwarz. Und hier jeweils 10 Stück, einmal 26 und 34 cm. Hier habe ich gerade das neueste Modell von den Softties. Es kommt diesen Winter raus und ihr seht schon, in der Anwendung ist das ziemlich einfach. Wir fahren hier einfach durch und suchen uns die Größe raus. Und ihr seht, das hält doch ordentlich etwas aus. Also ich kann ziehen dran, wie ich möchte, aber das hier lässt einfach nicht locker. Und wenn ich es wieder aufmachen möchte, und schon ist das Ganze offen. Und mein erster Eindruck, wenn ich das so in der Hand halte, es ist sehr hochwertig. Also es ist kein Billigsdorfer Material. Und es ist auch, ja, elastisch. Von normalen Kabelbindern ist man das nicht gewöhnt, dass das so elastisch ist. Das ist super. Was mir auch sehr gut gefällt, ist dieser nachhaltige Gedanke dahinter. Ein Softtie kann ich mehrere Male verwenden. Ein Kabelbinder kann ich hingegen nur einmal verwenden. Lang genug geredet, jetzt testen wir das Ganze. Der Rucksack hat 3,3 Kilogramm und ihr seht, der hängt da ohne Probleme. So Leute, und wenn ihr mal keine Stirnlampe dabei habt, dann könnt ihr einfach eure Taschenlampe hier ranklemmen. So, ich ziehe das Ganze mal an. Super. So, ich komme jetzt zu den Sachen, die mir sehr gut an den Softties gefallen. Erstens, das Produkt wurde in Österreich hergestellt und auch in Österreich verpackt. Und was mir noch sehr gut gefällt, ist diese Idee, dass man eben wiederverwendbare Kabelbinder hat. Ja, weil normalerweise, wenn ihr Kabelbinder habt, die könnt ihr halt nur einmal benutzen. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Die hier könnt ihr eben mehrere Male benutzen. Das gefällt mir einfach sehr gut. Und drittens, die Anwendemöglichkeiten, die ihr mit dem Softie habt. Zum Beispiel könntet ihr eine Decke komprimieren, wenn sie euch zu groß ist. Ihr könntet zum Beispiel eine Trinkflasche ans Fahrrad binden. Also es gibt wirklich einige Anwendemöglichkeiten. Und sowieso die ganzen Sachen, die ihr mit einem normalen Kabelbinder machen könnt, könnt ihr auch mit dem Softie machen. Zum Schluss möchte ich mich noch bei Softie bedanken, denn die haben mir diese Produkte geschenkt. Wenn ihr Interesse an den Softies habt, dann klickt einfach in die Links in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.